Herzlich willkommen zu Eine Prise Bonn. Mein Name ist Klaus von den Kochateliers und ich zeige euch heute mal, was man aus Resten vom Vortag alles Leckeres zaubern kann. Und das ist auch schon der Energiespartipp der Stadtwerke Bonn. Wenn ihr sowas Leckeres zaubert, bleibt die Küche komplett kalt und ihr braucht gar keine Energie. Ich habe nämlich gestern einen Fisch gemacht. Das ist genau gesagt, ein Lachs gab es bei mir und den habe ich einfach nur lecker gegart mit ein paar leckeren Gewürzen hier. Und das Stück, welches ich übrig gelassen habe, will ich euch mal zeigen, wie wir das zu einem leckeren Aufstrich verarbeiten. Also, ihr schnappt euch euren Fisch, euren Lachs und den könnt ihr schon mal direkt hier einfach mit der Gabel so ein klein bisschen einfach nur so zerdrücken. So, dann geben wir mit dazu ein klein wenig Schmand. Dann haben wir es auch richtig schön cremig. Wir geben dazu einen Abrieb von der Zitrone. Schaut mal, da gehe ich wirklich über jede Stelle nur einmal drüber. Achtet drauf, dass ihr Bioware nehmt. Und auch die Bioware muss immer einmal richtig schön heiß abgewaschen werden. So, also der Abrieb. Wer mag, kann ein bisschen Dill mit dazugeben. So, mal hier. Dann habe ich hier noch ein bisschen Gurke, schneide ich mir einfach so ein Stück ab. Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, euch einfach nur so schöne Würfelchen runterschneiden. Erst auf Scheiben, dann schneide ich sie auf Streifen runter. So, und dann einfach nur hier einmal so die Würfel runter. Dann haben wir da nämlich auch ein bisschen was Knackiges in unserem Aufstrich. So, die gebe ich auch einmal hier so mit dazu. So, Frühlingszwiebel, auch da ein kleines Stück. Das braucht ihr einfach nur einmal so klein schneiden. So, und jetzt seht ihr, wie flott hier unser Aufstrich fertig ist. Minimal Salz gebe ich mit dazu. So, weil der Fisch selber, der war auch schon gewürzt. So, und das streicht ihr hier einfach nur mit der Gabel so richtig schön vermatschen. So, ganz zum Schluss gebe ich jetzt Mini-Schlückchen Olivenöl. Dann bekommt ihr auch noch mal ein bisschen Geschmack mit dran. Das einmal so verrühren. So, und fertig ist mein Aufstrich. Ihr seht, hier vorne habe ich mir ein Brot vom Bäcker geholt. Da schneidet ihr euch einfach hier zwei Scheibchen runter. So, gebt hier ein bisschen von unserem Aufstrich drauf. So, und dann habe ich hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, wenn ihr denkt, das ist Ingwer, keine Chance, wir haben frischen Meerrettich. Eine richtig leckere Sache, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ganz zum Schluss hobelt ihr hier ein bisschen von unserem Meerrettich einfach so drüber. So, einmal so abklopfen noch. Bisschen Kresse noch drauf. Und fertig ist unser super schneller, leckerer und vor allem richtig gesunder Brotaufstrich. Unser Fischbrotaufstrich. Und ich kann schon wieder sagen, viel Spaß beim Nachkochen bzw. Nachrühren. Ihr braucht ja gar nicht kochen. Euer Lieblingskoch, der Klaus.